Hi ho, grüß dich und willkommen zurück. Ich bin ja hier immer noch bei dem lustigen Rätsel, wo ich hier irgendwelche Dinge erraten oder errätseln muss, wie ja was funktioniert. Und eigentlich sollen ja die Rätsel so um die 15 Minuten sein, aber irgendwie macht mir das so Spaß, dass ich das gar nicht schaffe. Okay, mal geht's hier ein bisschen weiter. Warm und strahlend schön, ohne mich könntest du nicht sehen. Ja, was das wohl sein könnte, das kann nur die Sonne sein. Den Freunden zum Schutz, den Feinden zum Trutz. Aber kommt eine Katz, ist sie weg, ratzfatz. Wauzi Bin ein knackig, Gemüse gesund und fein, sogar gut für die Augen. Was mag das sein, das Karotti hier? Stolz und elegant, auf samtigen Tatzen, verjag ich Mäuse und Ratten aus Haus und Matratzen. Miau. Flauschig und weich. Oh. Vom Löffel zur Lampe hüpf ich geschwind über Wiese und Rampe. Flauschig und weich, das kann doch noch der hier sein. Nein, nein, ich habe es falsch gemacht. Aber flauschig und weich. Ich meine, ich sehe hier noch einen Fisch. Ach hier, Meister Lampe. Aus Meer oder Teich, aus Dosen oder frisch, lebst du gesund, ich bin oft auf dem Tisch, der Fisch. Ziehe Karren und Lasten, Tag aus, Tag ein und am Ende nur Hafer? Das kann doch nicht sein. Akuli, das ist ja hübsch. Ich will da noch eine Kerze reinstecken, weil Did sonst. it. Now you can get the sky crystals from the statue. I'm gonna go check on Grandpapa and Sis now. Come on, Mr. Vanderkins, let's go. Die Himmelskristalle von der Statue. Okay. Oh mein Gott. Guck mal, jetzt kann ich da auch gar nicht mehr hin. Ich muss die Wolkenfähre mit Energie, okay. Ist mir immer noch ein Rätsel. Ah! Ach so. Okay. Ich frage mich gerade, okay, die Kristalle kann ich ja noch irgendwie einsehen. Oder, was ich damit machen könnte, aber mit dem anderen Zeugs und Gedöns, ist mir das gerade so ein bisschen ein Rätsel, muss ich ehrlich eingestehen. Es kommt nicht dahin. Doch dahin kommt das, okay. Muss man das irgendwie festschnüren? Oder wegkratzen? Ich gehe mal davon aus, dass da auch noch einer hinkommt. Wie? Bimsstein. Verstehe, okay. Oh mein Gott, ich habe es geschafft, aber das sind noch was auch immer. Ich muss ja also irgendwie die so zusammenpassenden
Tierchens, die da unten schwer zu erkennen sind, zusammenfummeln. Bis jetzt gelingt mir das ja noch relativ einfach. Das da? Nee. Was soll das sein? Ich kann das gar nicht richtig erkennen. Ah, okay. Okay, jetzt habe ich ja also die Kristallsteuerung. Und jetzt muss ich das... Richte die Spiegel aus, klicke auf die Knöpfe, um eine durchgängige Linie zu zeichnen. Um einen Zug zu widerrufen, klickst du auf den leuchtenden Knopf. Das war überhaupt nicht schwer. Hoppla, da war ein gewaltiger Energieschub, das sollte ich mir anschauen. Himmlische Kristalle. Himmelskristalle sind Splitter aus kondensierten Magien. Diese einzig greifbare Form der Magie wird als Himmelskristalle bezeichnet, da sie ausschließlich in den Wolken schweben. Aus den Kristallen lassen sich verschiedene Werkzeuge und Gegenstände herstellen. Und ich soll die Wolkensphäre starten. Ach, kiek mal, mein Einhorn ist auch da. Oh, das Einhorn hat den Weg hierher gefunden. Das kleine Mädchen ist von Anblick völlig verzaubert. Okay, dann mal runter zum Maschinenraum. Ich habe halt jetzt nur noch ein Zweig hier. Away they flew. Princess Sophia and her new friends soared on the Wing Fairy towards Skyward Castle. As the Wing Fairy family went off to find other survivors, Sophia ventured into Skyward Castle alone. Der Wolkenhof. Was mache ich aber nur mit dem Zweig? Da ist es also, das Himmelsschloss. Wir sollten wirklich schnell herausfinden, was mit deinen Eltern geschehen ist. Das arme Tier kann immer noch nicht fliegen. Ich muss irgendwie seine Wunden heilen. Ich muss einen Weg finden, das Tor zu öffnen. Die sind ganz verdreht, wie die aussehen. Hier ist ein Vogelhaus. Ich gehe mal hinauf. Mal schauen, was da ist. Hier ist eine Steintruhe. Da fehlen natürlich auch diverse Utensilien, um mit dieser agieren zu können. Wie komme ich hier raus? Da, okay. Hier komme ich sicherlich auch nicht weiter, weil da auch etwas fehlt. Okay. Könnte man was aufhängen? Hier fehlt sicherlich dann auch irgendwas. Oh. Stelle mit den Codeadern die korrekte Symbolfolge ein.
Das gibt für mich gar keinen Sinn. Wenn ich die zwei übereinander lege, habe ich nur das eine. Ich raff das überhaupt nicht. Wieso habe ich denn hier drei? Wieso habe ich denn hier vier? Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, das weiß ich, dass das so ist. Also irgendwie. Peilig das nicht. Hast du das kapiert? Ich brauche einen Schlüssel. Moment mal bitte. So, ich musste nur kurz den Folgentitel aufschreiben. Fan, es ist mir immer noch ein Rätsel, was ich mit diesem Zweig machen soll. That scoundrel Dreadmire's hoodwinked us. That basilisk will petrify us if we get near it. But we need to find a way past it. Toll. Da geht's also schon mal nicht lang. Angeblich verscheint der Basilisk seine Opfer mit einem Blick. Ich sollte auf Distanz bleiben. Ja, das sollte ich wirklich. Aber... pff. Aber wie geht's nun weiter? Ich meine, hier ist was zum Aufhängen. Da ist was, wo ich nicht rankomme. Hier ist etwas, was ich nicht öffnen kann. Hier könnte ich auch etwas aufhängen. Hier ist ein Rätsel, was ich nicht zu lösen kriege. Und hier am Landeplatz, naja, da ist auch ein Rätsel, was ich nicht gelöst bekomme. Das erreiche ich nur mit geflügelter Unterstützung. Aber das Einhorn ist ja noch total verletzt. Gut, ich würde sagen, dann mache ich einfach bei der nächsten Folge weiter. Und wir lassen uns da überraschen, wie was wir da überhaupt noch so machen könnten und so, ne? Also, ciao, sie hier.